gnadenloser Gewalt. Komm, ich schieb dich noch bis Ende mit dir. Durch, komm, durch. Ja, nee, ist klar. Ein schöner Backflip. Hallo YouTube, hier ist euer kleiner Kumpel und ab geht der Lümmel ins Getümmel bei Watch Dogs. Ja, wir hatten mal wieder einen klassischen schönen Failport hinter uns. Also sprich, wir haben mal wieder irgendwie alles verrissen, aber trotzdem irgendwie geschafft. Bis heute noch keine Ahnung, wie das funktioniert hat, aber wir haben es geschafft. So, dann mal so rum und ja. Bis jetzt wegnehmen, bist du weg. Dann ist es okay. Habe ich das so rum, das möchte ich so rum irgendwie und dann so rum und dann so rum, das passt irgendwie nicht, dann möchte ich so rum und so rum und so rum. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert gerade hier, aber es funktioniert. Das geht darum, darum, darum. Das funktioniert. Hä? Okay, wir müssen ja nicht drüber reden, wieso das so ist, wie es ist, aber es ist halt so. Oh, hier kann man hacken. Videolog. Mal wieder. Ich sehe mal wieder beim. Nee, das sieht aus, als würde der an der. Er schreibt irgendwas. Hey, fuck! Hey, du! Lauf nicht weg! Okay. Was auch immer das so bedeutet hat, da hat irgendwas an die Tafel gekraxelt halt. Ist was halt sind so. Blooms Überwachungshöhe? Überwachen die tatsächlich Privatwohnungen? So, was? Anscheinend. Oh, vor allem hier schön an die Wand gekritzelt. Oder an den Spiegel, oder wo auch immer hin. Im Film würde der Aufzug jetzt stecken bleiben. Wir würden uns verlieben. In dem Porno würden wir jetzt ficken wie Gorillas. Nur wenn der Aufzug stecken bleibt, natürlich. Na los, ganz hoch. Nein? Na gut. Der Spruch war cool. Wenn wir mal aufzustehen bleiben, wird man uns verlieben. In einem Porno. Das ist gut. Ah, wo kommen noch mehr solche Dinger von? Schön. Eine Couch, okay. Was ist das? Was war denn das jetzt? Zombie-Filme geklotzt oder was? Alter! Okay. Und noch mehr? Oh, da, guck mal, das sind die ganzen Wachen. Die sehe ich durch die Wand. Ist natürlich auch ein Ultra. Kamera. So, was haben wir hier? Das ist Entriegeln. Hacken. Haben wir, glaube ich, schon mal, ne? Oder? Das ist gerade der, das ist gerade der, warum mit dem Ding da mit diesem komischen Sofa. Ne, ist was anderes. What the hell soll das sein? Aha, okay. Ach, Schmuckkästchen. Ach, Vibe. Okay. Also ein Schmuckkästchen. Wieder, okay. Ja, thank you. Bitteschön. Ja, wie auch immer. Dann scheint es das hier gewesen. Da kann ich was entriegeln. Tja, dann auf zum Entriegeln. Und da haben wir die nächsten zwei Punkte, die wir anreißen können. Ja? Ist doch geil, und die haben uns noch nicht mal entdeckt. So, was ist denn jetzt los? Skillpunkt freigeschalten. So, wir haben wieder Skillpunkte freigeschalten. Hergestelltes haben wir ja fast alles frei, bis auf, was haben wir das hier? Annäherungs-USV-Punkt. Die Annäherungs-USV ist eine importierte Sprengkörper, der detoniert, wenn Bewegungen registriert werden. Wie viele Punkte habe ich denn überhaupt? Kostet 3. Ich habe 5. Das brauchen wir, komm, haben wir alles freigespielt. Ey, wir haben es frei, wir haben es geschafft. Hergestelltes ist freigespielt, wunderschön.
wüsste, ob das irgendjemand annähernd interessieren würde. Fahren. Fahren können wir nicht freispielen. Sondern hier. Hacken. 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 Gegnerkommunikation schon. Punkte. Hacken Sie die Gegner, um die Rückkopplung in Ihren Headsets zu verwirren. Mhm. Hier. Helikopterabschaltung. Sie können den Helikopter für kurze Zeit ausschalten. Aha, das ist gut. Das hätte ich bei dem einen Mal gut gebrauchen können. Aber egal, jetzt brauchen wir schon mal ein Auto. Oh ja, mit so einem Ding will ich schon mal fahren. Wunderschön. Rein da. Und wir nehmen gleich mal den nächstgelegenen Punkt, das ist nämlich der hier. Das war, glaube ich, ein Fixer aufgebracht, ne? Ah, ja, gut, weggesprungen. Ich weiß es gerade nicht. Wir können ja einfach mal reinlünzen, was das war. Ach, das sind diese Games hier, diese Mini. Diese Mini-Games. Diese komischen. Ernsthaft? Hat jetzt so eine Dings davor gesetzt, ja? Ach! Aha, deswegen. Damit haben wir dann mal einen Fluss. Ein See. Eine Pfütze. Wie auch immer. Oh, Entschuldigung, war natürlich nicht in Absicht. Es tut mir leid. Sorry. Gregor. Rumpf. Hinten. Schade, ich dachte, er hätte sich irgendjemand da drückt. Lalili, wo der Mann im Mond schaut zu. Aber ordentlich vor uns, ist ja langweilig. Und da oben muss es irgendwo sein. Dann packen wir mal ganz gekonnt hier an der Seite. Hab ich gerade mit Arsch gesagt. Hat die gerade zu mir blöder Arsch gesagt? Nee, komm zurück. Komm zurück. Es könnte was Gutes sein, wenn ich dich hier hochfahren muss. Und. Ich habe eine ganz böse Idee. Kamera. Nee, das ist, also Kamera ist jetzt nicht unbedingt meine böse Idee, aber. So. Ein Auto steht hier. Es passt genau rein. So, zack. Ja! So, damit hätten wir das Auto hier geparkt. So. Ja, ach, das warst du schon. Das wäre wohl mal richtig easy going, muss ich mal sagen. Wenn alles so einfach wäre, wären wir schon längst durch ein Spiel durch. Und nun haben wir wieder einen Teil der Stadt freigeschaltet, wo wir jetzt hacken können wie die Kaputten. Zack, zack, zack. Eine Unterkunft. Ein Dreizack. Und einen Anruf. Zack, so, und jetzt wieder rein in die Karre. Und. Ich probiere mal. Gucken, was passiert. Auto abstellen. Schade um das Auto, aber hey. Und? Ernsthaft jetzt? Och, ist ja langweilig. Das ist richtig öde. Ich dachte, das könntest du mal rüscheln, hier die Karre quetschen und so. Ach, wieder nicht das. So, dann wollen wir mal zur nächsten Stelle. Wir haben noch Zeit. Nur wie lang jetzt? Rechts. Kommen. Na. Fahrt, meine Promis. Fahrt. Macht eure Karre. Toll. Also, wiederum, das da. Das da ist Dummheit. Also, bloß weil man grün habt, da drüben zu fahren und dass man ohne das Gegenverkehr kam.
Tüdüt. Fuck! Da bleibt der stehen. Aber eiskalt bleibt der da stehen. Ach, manche Leute versteht man nicht. Wieso? Wieso bleibst du da mittendrin stehen? So, haben wir irgendwas in die Wand? Das nö. Ups. Entschuldigung. Oh, Alter. Mein schönes Auto. Das ist Kapuzki. Ich hab's über Listen verletzt. Weil ich zerschrotte die ganze Zeit ihr Karren. So, das jetzt hier. Also ein Boller darstellen. Ein Boller zum Abspringen. Mit Sicherheit. Zumindest brauche ich ein neues Auto. Das steht schon mal. Gut, erstmal hupen, damit jeder weiß, dass ich da bin. So. Dann schauen wir mal, ob wir irgendwas zum Hexen finden. Weil irgendwo da oben drauf auf dem Dach ist es. Ich muss bloß noch gucken, wie ich da hochkomme. Das ist am besten schnell. Da könnte ich ein Stück hoch, käme auch nicht weit genug hoch. Da ist wieder eine Mauer. Und okay. Da ist eine Cam. Ach, guck mal. Oh, ernsthaft jetzt, hä? Was soll denn jetzt hupen? Ja, ja, das machst du ganz toll. Naja, man kann es nicht wissen, bis man es versucht. Gute Entscheidung. Ich kann nicht glauben, wie der Flüssig. Oh, hupen geht wohl nicht. Ach, das ist ja auch Slow-Mo. Das war Slow-Mo. Wir könnten noch mal kurz hier die Kamera checken. Überhaupt erst mal zu schauen, wo wir hin müssen. Da rein. Okay, das hätten wir ja schon mal geschafft. Das war ja schon mal easy. So richtig easy. Easy. Hm. So, ernsthaft jetzt, ja? So, dann muss ich jetzt irgendwie hinterm Haus. Okay. Aber ich weiß, ich mupps mit an meinem LKW. Da drüben! Wir schießen schnell weg hier! Komm her! Ruft seine Oma jede Woche an. Komm her, du Sack, dich. Wiss ich. Dafür, dass du mir meine Mission gerade wieder hier zur Minna machst, du Hund. Natürlich so nicht in Ordnung finde. Bleib stehen. Bleib doch einfach stehen. Ja. Ernsthaft jetzt? Nein, will ich nicht. Ich will den hier von mir schnappen. Der jede Woche seine Oma anruft. Nein, dich da will ich schnappen. Endlich. Zack. Okay. Takedown-Verbrecher. Und irgendwas. Problem? Ich renne jetzt den ganzen Weg zurück. Du hast mir eine Waffe verloren. Oh, die überfahren mich noch nicht mal. Ist aber nicht richtig. Nee, einsteigen will ich nicht. Gut, von wo bin ich gekommen? Wohin will ich gehen? Ich gehe kaputt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich bin über diese hässliche Baustelle da dran, ja. Hab ich recht im Sinne? Da, davon ist es doch, ich finde. Dieser überdimensionale CD-Turm. So. Na. Das sind die LKWs. Schnallo! Da war was mit Geld und so. Aber alle haben so getan, als wären die ganzen Drogen. 120, ernsthaft jetzt, ja? Ich muss jetzt irgendwie da hochkommen, das ist dann über da drüben, über den Lift. Ne, ja, ist super.
Wir hätten auch einfach das hochklettern müssen, das wäre die einfachste Variante gewesen, aber pff. Hey, grüßen, servus. Und boing. Nummer 1 offen. Aber haben wir eh schon alles gemacht, von daher. Nummer 2 offen. Und dann tun wir mal diesen scheiß Turm hier noch zu hämmern. Klick, 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 klick. So, und damit hätten wir mal wieder einen Turm freigespielt. Wunderschön. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben 250 XP erhalten. Jetzt geht es erstmal wieder in die irgendwas. Schauen. Wo laufen wir am besten hin? Nicht dahin nicht. Am besten wieder rauslaufen. Mit der LKW fahren. Und wir fahren nach da. Weil wir machen erstmal wieder einen Break danach. So. Ich hoffe mal, dass das alles hier einmal in frei läuft. Nur um uns bloß noch. So ein Zug wäre natürlich immer was Geiles, ne? So mit Husche, mit der Locke. Oh, schön. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, würde ich nicht mit Absicht. Und ein LKW fahren. LKW. Was ich dann immer fahre? Dann sieht es vorhin nicht andersrum. Egal. Neues Fahrzeug. Aber wenn wir gleich beim neuen Fahrzeug sind, komm, dann machen wir gleich mal hier mit. Zack. Ein Handschuhfach, 137 Dollar. Juppie. Ja, den LKW, den nehme ich dann gleich. Hier haben wir nämlich noch so einen LKW. Können wir das Fahrzeug freischalten? Ein Handschuhfach mit 100 antike Münze. Okay. Was auch immer damit soll. Hauptsache, wir haben es auch schon mal. Und dann fahren wir mal mit den etwas nicht sehr schwerlastigen LKW. Oho. Und in die Abkürzung über ein Jump-Portal. Wow. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich hab getötet. Ups. Das war natürlich jetzt so nicht beabsichtigt. Ich bedauere sein Leiden. Also, nur sein Leiden hat er ja nicht mehr, aber ich bedauere das Leiden seiner Verwandtschaft. Und, ja. Oh. Und diese Schäden. Was braucht denn diese Autos hier hin? Zack, boom, weg. Fixauftrag, will ich gar nicht haben. Interessiert mich nicht. Bah, haben wir Faden. Das ist cool, schön die Kaffee an. Oh. Schwachstelle erkannt. Wir könnten ja mal zu dieser Brücke fahren. Hier diese geile Schwachstelle von dieser Brücke sein soll. Geh doch mal rüber mit deiner Hütte. Naja. Wir haben nicht immer hochgefahren, weil wir könnten. Jetzt haben wir es nochmal hochgefahren. Wenn wir es wieder könnten. Okay. Hey, das ist ein Kleinwagen. Entschuldigung, Jungs. Schön. Alter. Was ist denn hier los? Boah, ich komme jetzt gerade vorhin wie bei den Russen. Ich fahre noch manchmal so. Ups, Entschuldigung. Oh, einfach mit gnadenloser Gewalt. Da durchhämmern. Das bringt's. Gnadenloser Gewalt. Komm, ich schieb dich noch wieder mit dir. Durch, komm durch. Ja, nee, ist klar. Ein schöner Backflip von diesem Auto. Mit Sicherheit. So, wir lassen die Karre einfach jetzt mal hier stehen, weil wir es können. Und dann können wir da zwischen die Container hüpfen und stehen hinter dem Container. Ey, ist das jetzt euer Ernst? Ich stehe hinter. Nein, ich will nicht wieder. Oh, ernsthaft. Ja, schön. Guck mal, das ist ja so Parkourläufer heute hier. Ich hab mir Hauptsache die Taschenlampe angekriegt. Das ist schon mal cool. Sonst nichts anhaben, aber wir haben die Taschenlampe an. Oh, ein Motorrad. Das ist dann für den nächsten Port. Sehr geil. Und ich verabscheue mich dann gleich mal nach diesem Videolog.
abgefangen ist, irgendwas. Kommt mir doch so kein Menschen hier. So. Also, ich wünsche euch dann was. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Jimmy, euer kleiner Kumpel. Und danke fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt es unten in die Kommentare. Teilt es, liked es und verabschiedet euch. Tschüss. Ach, das ist gut.